Es ist Samstag und das heißt Team Talk beim TSV Walmdorf. Und ich freue mich, dass heute jemand da ist, der erst in diesem Jahr zu uns gestoßen ist, aber eigentlich schon Teil der TSV-Familie ist. Der TSV, da verbindet er sehr viel mit, zumindest mit unserem Rasenplatz. Da werden wir nachher drauf eingehen. Er ist 40 Jahre alt, hatte seine Anfänge beim SV Grün-Weiß Sommerrhein. Von 2013 bis 2016 war er als Trainer in der Jugend der Stuttgarter Kickers aktiv, führte damals die B-Jugend in die B-Jugend-Bundesliga. Er ist DFB-Elite-Jugend-Lizenztrainer, schaffte mit Normania Gmünd den Aufstieg in die Oberliga, verließ im letzten Jahr dann im Winter Normania Gmünd und ist jetzt seit September bei uns Trainer der Fußballmannschaft. Schön, dass du da bist. Hallo Holger. Hallo, grüße dich Daniel. Ja, seit 3 Wochen kein Spiel mehr. Ja. Das erste Mal wieder, dass du hier auch beim TSV bist. Was macht man als Trainer in einer Trainingsverbotszeit? Ja, das mit den 3 Wochen, was du sagst, ist natürlich wirklich krass in einer laufenden Saison. Wenn ich überlege, wie viele Wochen ich jetzt schon hier bin und in dieser ganzen Zeit nur ein einziges Heimspiel hier mit meiner Mannschaft spielen durfte, dann zeigt das, glaube ich, einfach, wie viel Leerlauf hier steckt, zumindest was das Spielen angeht. Also generell gibt es für einen Trainer auch in einer Trainingsverbotszeit immer genügend zu tun. Wir versuchen natürlich sehr viel über virtuelle Trainings abzubilden, versuchen die Jungs auch durch verschiedene Challenges zusammenzuhalten, zu motivieren, gepaart mit der Eigenmotivation natürlich, um einfach Läufe zu machen in kleinen Gruppen bzw. individuell. Und als Trainer generell, die Planung schreitet immer voran. Es muss immer irgendwie weitergehen. Es gibt immer Themen, ob das Einzelgespräche am Telefon sind oder irgendwelche organisatorischen Themen, was Kaderplanung angeht, was interessante Spieler angeht. Man hat Zeit für andere Dinge, die sonst eher unter Stress parallel laufen. Und man kann an allem was Positives abgewinnen und man hat ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge. Ja, wir gehen jetzt erstmal in der Zeit ein bisschen zurück zu einer Zeit, wo an Corona noch gar nicht zu denken war. Ja. Deine Zeit beim SV Grün-Weiß Sommerrhein, das ist ja dein Heimatverein, von dort kommst du, von dort hast du deinen Weg gestartet. Könntest du uns dann nochmal so einen kurzen Überblick geben über die Stationen, die du so durchlaufen hast? Ja, wie du schon sagtest, ich bin 40 Jahre alt. Ich habe damals mit 19 angefangen, das heißt, ich bin jetzt seit 21 Jahren Trainer. Habe, glaube ich, jede Altersklasse trainiert, bis auf eine AHA-Mannschaft. Habe auch in verschiedenen Spielklassen, ob in der Jugend oder im Herrenbereich, dann auch Mannschaften geführt und trainiert. Angefangen hat es, man kam wie die Jungfrau zum Kind. Es war einfach ein vereinsinternes Thema. Man braucht Trainer, Ehrenamtliche, die Jugendspieler im D-Jugendalter dann letztendlich den Fußball vermitteln. So bin ich zu einer Mannschaft gekommen und diese D-Jugendlichen waren damals, sage ich jetzt mal, 10 Jahre alt. Ich war ganz grob gesagt 20, heute bin ich 40 und die sind 30 und wir fahren zusammen Motorrad oder sonstiges. Und so fing alles an. Diese Jungs habe ich begleitet bis in den Herrenbereich bei Grün-Weiß Sommerrhein, wo ich dann 2007 praktisch die erste Mannschaft übernommen habe. Da waren wir dann 4 Jahre aktiv zusammen mit dem Aufstieg in die Bezirksliga. Und da kommen wir auch zum TSV Walimdorf. Der TSV Walimdorf war in der Kreisliga A damals auch ein Gegner von uns. Da hat der Vladi damals auch schon gespielt in jungen Jahren. Da sind wir auch schon drauf gekommen. Und dann hatten wir ein Aufstiegsrelegationsspiel gegen Türk SC damals. Das war hier beim TSV Walimdorf auf dem Rasenplatz. Und da durften wir die Meisterschaft, also nicht die Meisterschaft, den Aufstieg in die Bezirksliga Stuttgart feiern. Ein Jahr später wiederum hatten wir die Abstiegsrelegation wieder beim TSV Walimdorf gegen SKG Max Eize damals. Und auch das ist positiv für uns geendet. Also ich habe sehr schöne Erinnerungen an TSV Walimdorf und insbesondere an den Rasenplatz. Es freut mich, aber damals war wahrscheinlich noch nicht geplant, dass du dann auch hier irgendwann mal Trainer warst. Du hast ja jetzt viele Stationen so abgefahren und da mal die Frage, hattest du, als du angefangen hast oder dann irgendwann auch später mal einen Plan, wo du hin willst, also dass du irgendwann mal, jetzt Normania Gmünd zum Beispiel, ist ja jetzt schon ein größerer Verein, wo auch dann ein bisschen Prestige hat und wo auch bestimmt interessant ist, mit zu arbeiten. Wolltest du da hin? Also ich hatte in den Anfangszeiten natürlich
genauso wie auch später, keine Karriereplanung. Was mich angetrieben hat, war einfach immer der Spaß am Fußball. Neue Dinge kennenzulernen, weiterzuentwickeln als Trainer, Spieler zu entwickeln. Das war die Herausforderung. Und da möchte ich auch ein kleines Detail erwähnen. Auch da kommt wieder der TSV Weilendorf ins Spiel. Hier beim TSV gab es einst mal einen DFB-Stützpunkt. Mhm. Und ich hatte einen Bekannten, der war an diesem Stützpunkt Trainer. Ich war damals 21 Jahre alt und durfte hier einfach mal bei einem Sichtungstraining mitwirken. Und damals ist bei mir dann ein Traum entstanden, als ich da eine Regenjacke vom DFB-Stützpunkt tragen durfte. Ich möchte eines Tages auch ein Stützpunkttrainer sein, mhm, und ich möchte diese Ausrüstung tragen. Das war damals ein Traum, den ich nicht gedacht habe zu erleben. Und kommen wir, denke ich mal, später nochmal drauf. Ist aber dann passiert und ja, dieser Traum ist auch hier entstanden. Aber eine Karriereplanung an sich gab es nicht und gibt es bis heute nicht. Also du warst ja Stützpunkttrainer 2 Jahre lang, mhm, immer mit ein bisschen Pause dazwischen. Und wie gesagt, da gehört ja eigentlich das Trainersein an der Seitenlinie Samstag oder Sonntags beim Spiel eigentlich zu, das sind 10% von dem, was ein Traineramt ausmacht. Was sind so die Charakteristika des Traineramtes, die für dich interessant sind, wo du sagst, mhm, genau das will ich machen? Wie ich schon gesagt habe, also für mich ist einfach im Vordergrund die Weiterentwicklung meiner Spieler. Das ist für mich elementar. Da geht man auch außerhalb des Platzes mit jedem einzelnen Spieler geistig und dann natürlich auch persönlich in Gesprächen miteinander setzt man sich auseinander. Und das sind schon sehr zeitintensive Themen. Also so eine Fußballmannschaft besteht ja nicht aus 2 Spielern. Und ich glaube, dass das in erster Linie einfach extrem viel Spaß machen muss. Dann der Umgang mit Menschen. Das sind für mich einfach die elementaren Themen und das mache ich gerne und deswegen mache ich das Ganze. Und das zeichnet dann wahrscheinlich deiner Meinung nach auch so einen Trainer aus, dass er neben dem Platz viel arbeitet und viel in Gespräche geht, viel kommuniziert? Ja, für mich persönlich ist neben diesen ganzen Themen natürlich Fachkompetenz und so weiter, sind für mich die zwischenmenschlichen Themen immens wichtig, mhm, weil für mich ist es einfach so, dass das Fußballspielen und das Fußballtrainieren für mich ist ein Hobby, für mich ist eine Leidenschaft. Für mich hängen keine finanziellen Themen an dieser Sache, sondern für mich geht es egal in welcher Liga, egal in welcher Altersklasse, für mich geht es um den Spaß, es ist mein Hobby. Und das übe ich dann auch gerne mal maximal aus mit 5-mal die Woche Training, mhm, Blutspiel in Freiburg oder weiß der Kuckuck wo. Das gehört dann dazu und es macht dann einfach Spaß. Und das ist die Erfüllung durch mein Hobby, was ich suche. Ja, 2018 hatte Jürgen Frey von der Stuttgarter Zeitung mal ein Spiel von euch beobachtet oder euch länger ja beobachtet für die Stuttgarter Zeitung und hat deine Spielphilosophie in einem Bericht über Nomania Gmünd als dominant, mutig und mit viel Ballbesitz nach spielerischen Lösungen suchend beschrieben. Mhm. Hat er da deinen Charakter des Fußballspielens erfasst? Ja, absolut. Das hat er. Da haben wir uns auch ausgetauscht. Ich denke, man sieht es ja auch bei großen Mannschaften, bei tollen Clubs, dass der Ballbesitz einfach Spaß macht. Man muss Lösungen kreieren. Ich denke, gegen den Ball zu arbeiten, ist ein Kollektivthema, wo man relativ schnell vermitteln kann. Ich glaube, kompliziert wird es dann einfach auch mit Ball. Und darin liegt für mich einfach die Herausforderung, eine Spielphilosophie zu vermitteln, Überzahlspiel herzustellen, technisch-taktische Lösungen zu finden, gemeinsam was zu erarbeiten und den Gegner einfach immer auf neue Herausforderungen zu stellen und das Spiel flexibel zu gestalten. Ja, ich finde das sehr, sehr interessant und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Also nicht nur der Gegner muss sich immer auch vor neue Herausforderungen stellen, auch du gibst dir da immer wieder neue Herausforderungen und neue Ziele. Bis letztes Jahr im Winter warst du bei Gmünd, dann hattest du länger Pause, dann
bist du hier wieder beim TSV in Erscheinung getreten. Mhm. Und dazu haben wir eine Fanfrage bekommen von Emil Juljewitsch. Mhm. Und der hat gefragt, warum hast du dich ausgerechnet für den TSV entschieden und welches Potenzial siehst du im Verein? Warum habe ich mich für den TSV entschieden? Grundsätzlich kenne ich einige Spieler hier beim TSV. Der TSV ist überregional spielende Mannschaft. Als ich im Winter aufgehört habe, hat sich für mich natürlich schon auch die Frage gestellt, wann geht es weiter, wo geht es weiter. Ich war ganz glücklich, dass ich eine Pause hatte aufgrund der Corona-Situation, dass man sich einfach auch um private, elementare, wichtige Themen einfach kümmern kann. Mhm. In dieser ungewissen Zeit und irgendwann kam es dann aber doch wieder überein, dass man einfach wieder an den Ball da ran möchte und der Micha Bachmann hat da das Gespräch gesucht, dann hat man sich ausgetauscht und dann habe ich mir zwei Spiele angeschaut vom TSV in der Liga und habe Lust bekommen, ja, habe Lust bekommen. Ganz speziell die Situation, eine Mannschaft zu übernehmen, die in der Saison steht. 6 Spieltage waren gespielt. Mit dem Rücken an der Wand, mit einem sehr jungen Kader. Dennoch mit meiner Meinung nach hohem spielerischen Potenzial. Und diese Situation hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie die Situation als Quereinsteiger. Beziehungsweise eine Mannschaft aus so einer Situation rauszuführen. Und das hat mich neugierig gemacht und finde ich sehr, sehr interessant bis heute, diesen Weg zu gehen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, mich dieser Aufgabe zu stellen und da ein Feuer zu entfachen, eine Spielidee zu vermitteln. Und was uns leider noch nicht gelungen ist, zu Punkten zu kommen, um dann diesen Klassenerhalt zu erreichen. Ja, also der Anfang war nicht einfach. Mhm. Ich glaube, ein Punkt war es damals, wo du angefangen hast. Und dann hattest du so deine ersten Einheiten. Und wie hast du da so die Mannschaft, du hast es ja schon beobachtet, mhm, aber was hast du da so aus den ersten Trainingseinheiten mitgenommen? Die Mannschaft war vom ersten Tag an Vollgas dabei, das hat man gemerkt, die Jungs wollen Fußball spielen, die Jungs wollen sich gegen diesen drohenden Abstieg auch stemmen und das hat man vom ersten Tag gemerkt und deswegen hat es auch sofort gefunkt und sofort Spaß gemacht auf dem Platz. Man hat auch in den Spielen einfach gemerkt, die Jungs wollen diesen Matchplan, diese Idee, die wir haben, auch umsetzen. Mhm. Leider ist natürlich die Situation auch, findet auch im Bereich im Kopf statt und deswegen ist die Situation natürlich hochkompliziert und kleine Themen können natürlich zu großen Erschütterungen führen und damit haben wir uns letztendlich, müssen wir uns auseinandersetzen. Ob diese Corona-Pause jetzt gut oder schlecht ist, das weiß keiner, aber grundsätzlich gewinnen wir dadurch jetzt einfach auch mal Zeit, die Mannschaft in anderen Bereichen zu entwickeln. Und wir verlieren da keine Zeit, wir sind wirklich sehr gut unterwegs und da bin ich auch sehr, sehr stolz auf die Mannschaft und auf jeden einzelnen Spieler, weil sie da wirklich überragend mitziehen. Ja, Zeit ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, den man als Trainer, glaube ich, auch gerne hat, wenn man so mitten in die Saison geschmissen wird, um einfach Team besser kennenzulernen, um auch so ein bisschen mitzuarbeiten. Welchen Ansatz hast du da verfolgt oder verfolgst du immer noch jetzt mit der Mannschaft? Ja, als allererstes ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir in dieser jungen Mannschaft eine gewisse Hierarchie entwickeln, dass eine Hierarchie wächst. Das braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen, das kannst du nicht bestimmen in der Form oder Leute in eine Rolle zwingen. Beim TSV Weilendorf war, denke ich, in Vergangenheit die Hierarchie klar gestellt. Ja? Und diese Veränderung wurde eingeläutet vor meiner Zeit und mit dieser Veränderung müssen wir heute umgehen und da steht jetzt eben eine ganz, ganz junge Mannschaft auf dem Platz und muss jetzt einfach lernen, mit dieser Situation auch umzugehen. Leider ist es erfolgsorientiert, ja, es geht um Punkte, obwohl wir wieder beim Thema Zeit sind, viel Zeit haben wir nicht, das ist uns klar, aber es bringt uns nichts, uns da den Kopf in den Sand zu stecken.
weil es muss einfach weitergehen. Wir müssen das Beste draus machen und daran arbeiten wir, um den Jungs Selbstvertrauen zu geben, um den Jungs eine Idee mitzugeben, wie wollen wir Fußball spielen. Selbstvertrauen, wir wollen versuchen, über Ballbesitz den Gegner auch entsprechend zu bespielen, ja, damit wir Selbstvertrauen bekommen. Mhm. Wir versuchen, die Fehler, die passieren, nicht als Negativbeispiel anzubringen, sondern versuchen, aus diesen Fehlern auch zu wachsen und positive Dinge zu ziehen. Und es ist auch nicht alles schlecht, ja. Selbst wenn man jetzt in dieser Position ist, es passieren sehr, sehr viele positive Dinge. Nur leider, wenn man eben in dieser Situation steckt, und da können wir gerade eben ein Lied singen, dann laufen manchmal eben auch die kleinen Dinge gegen dich. Mhm. Und ich wünsche der Mannschaft nichts mehr als einfach mal ein Erfolgserlebnis. Weil ich denke, dass nach so einem Erfolgserlebnis sehr, sehr viel möglich ist. Also wie schätzt du die aktuelle Situation so ein, kurz vor dem Corona-Stopp jetzt nochmal? Wie war da so der Spirit in der Mannschaft? Also wir waren tatsächlich in jedem Spiel eigentlich ganz, ganz nah an Punkten dran. Ob dreifach oder einfach, ist mal dahingestellt. Aber wir haben uns definitiv in jedem Spiel wirklich ordentlich aus der Affäre gezogen. Leider ohne Punkte in der Form, aber die Mannschaft hat sich auch nach den Spielen immer als Einheit präsentiert. Und wir haben die Köpfe sehr, sehr schnell wieder oben gehabt und haben dann auch wieder ganz konzentriert die darauffolgende Trainingswoche wieder gestartet. Und vor jedem Spiel sind wir davon überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und das schätze ich sehr an der Mannschaft, dass sie da mitziehen, dass sie wirklich, man spürt es, und jedes Spiel wieder auf Sieg spielen wollen. Und diesen Weg gehen wir auch weiter, da lassen wir uns auch nicht aus der Ruhe bringen, weil man kann immer bei Null anfangen wieder und versuchen, diesen Bock umzustoßen, und darauf zielen wir hin. Ne? Und eines Tages wird es uns gelingen. Und ich bin überzeugt, dass dann dass es ein Riesenfeuer entfachen kann. Ja. Ist die Situation jetzt spannender für dich, wie wenn du jetzt sagst, okay, ich steige irgendwo ein, Tabellenplatz 5, vielleicht geht es noch 2 Tabellenplätze höher irgendwie die Saison, also wo alles relativ nach Plan läuft, ja? Das ist ja jetzt auch eine außergewöhnlichere Situation, glaube ich, für dich. Absolut richtig, diese Situation ist extrem speziell. Ich sehe das Ganze aber wirklich als eine extreme Herausforderung, tolle Herausforderung, wo man sich auch viele, viele Gedanken darüber macht. Für mich ist hier noch nichts abgeschrieben. Natürlich ist man dieser Entscheidung, wie lange geht eine Saison, wie viele Spiele darf man noch spielen, das weiß halt keiner, das kann dir keiner beantworten. Ja, sicherlich sind wir Realist genug und wissen, wenn die Hälfte der Saison gespielt ist und ein Quotient gezogen wird. Natürlich wissen wir, dass wir dann extrem schlechte Karten haben, und das wird dann wahrscheinlich halt einfach so sein, dass es dann nichts wird. Aber angenommen, wir dürfen eben die Saison zu Ende spielen, dann haben wir noch 28 Spieltage, und 28 Spieltage entspricht nahezu aufgrund der großen Liga, entspricht nahezu ja, eine Dreiviertel-Saison. Ja. Mhm. Und da sind genügend Punkte noch zu vergeben, wo wir uns dann einfach auch ausrechnen, wenn wir die spielen dürfen, haben wir eine realistische Chance, um diesen Rückstand einfach noch einzuholen. Das heißt, der Plan der Mannschaft jetzt für, ich glaube mal, jetzt gibt es nichts mehr vor der Wintersaison, dann für nach der Wintersaison, fürs Frühjahr 2021 ist dann weiterkämpfen, weitermachen und sich noch nicht sicher sein, dass man abgestiegen ist, oder? Man muss abwarten, ob wir jetzt noch im Dezember 3 Spiele spielen dürfen oder dann eben nicht. Mhm. Wir nehmen es, wie es kommt. Wir gehen auch mal die Vorbereitungsplanung an und terminieren die Spiele. Ob es dann eine Vorbereitung über 2 Wochen nur gibt oder über 5 Wochen, wann die Saison dann die Rückrunde tatsächlich starten wird, steht alles in den Sternen. Wir werden bereit sein, wir werden fit sein, wir werden alles reinhauen, was wir haben, um entsprechend zu den Punkten zu kommen, die uns dann nachher über den Strich letztendlich stellen werden. Vielen Dank. Also ich höre da sehr viel Zuversicht raus, sehr viel Motivation, sehr viel Ehrgeiz. Und ich glaube, das ist nicht nur bei dir so, sondern du sprichst da auch für die ganze Mannschaft. Mhm. Und da freuen wir uns dann drauf, wenn es hoffentlich irgendwann mal wieder weitergeht. Vielen Dank, Holger Traub. Schön, dass du da warst. Danke. Und dann hoffe ich, drücke ich die Daumen, dass es bald wieder weitergeht.
Vielen Dank auch an euch alle fürs Zuschauen. Es war schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, nochmal an Holger vielleicht oder auch an jemand anderen, lasst es uns doch gerne wissen. Wir reichen dann die Antworten nach oder wir schauen dann nach unseren neuen Interviewpartnern. Nächste Woche Samstag geht es wieder weiter mit dem Team Talk. Bis dahin, kommt gut durch die Corona-Zeit, bleibt gesund. Bis nächste Woche.